Hallo, in so einem Monat Mai bedeutet, der April ist vorbei. Ich habe dementsprechend wieder die Bücher für euch mitgebracht, die ich im April gelesen habe. Denn auch wenn wir jetzt nach und nach den Lockdown verlassen, kann man immer noch nichts Besseres mit seiner Zeit anfangen, als zu lesen. Und vielleicht ist ja auch ein Buch für euch dabei. Legen wir los. Ich hatte im April Lust auf Fantasy, auf Abenteuer, auf irgendetwas, was ganz weit weg ist von der Realität. Und da hat es mich hierhin zugezogen, zu dem vierten Teil der Fairyland-Saga, nämlich The Boy Who Lost Fairyland. Eine unfassbar schöne Reihe. Dementsprechend finde ich es super schade, dass diese Reihe nur bis Band 2 im Deutschen existiert. Im Original gibt es 5. Das ist wie gesagt Band 4. Man sieht es, ich lese die Reihe also im Original jetzt zu Ende. Ich muss allerdings sagen, dass das hier nicht das einfachste Englisch ist, mit dem man so starten könnte. Denn die Magie hier drin ist so wunderschön. Also das ist definitiv ein All-Age-Buch. Es funktioniert bei Kindern. Es funktioniert genauso gut bei Erwachsenen jeden Alters. Aber ganz viel von dieser Magie, diesen Charme, die diese Bücher haben, wird durch die Sprache erzeugt. Ganz besonderen Ausdruck, eine unfassbar feine Wortwahl. Hier passt jeder, über jeden Satz hier drinne wurde nachgedacht. Das bedeutet auf der anderen Seite aber natürlich, wenn man jetzt nicht Muttersprachler ist, dass man hier nicht mit einem Alltagsenglisch konfrontiert wird. Hier sind ganz explizit Worte verwendet, die es zum Teil gar nicht gibt, also Wortneuschöpfungen, die generell nicht so häufig verwendet werden. Dementsprechend für absolute Einsteiger ist das nicht unbedingt die geeignetste Reihe. Ich finde trotzdem, es lohnt sich, zur Not auch mit einem Wörterbuch daneben. Ja, wobei, dann geht der Lesefluss auch so ein bisschen verloren. Ist ein bisschen schwierig, aber dieser Stil ist so wunderschön. Die Magie, die Fantasy hier drin ist unvergleichlich. Wir folgen hier nun aber zum ersten Mal nicht mehr der September, nicht mehr unserer Protagonistin der vorherigen Bände. Und ich muss sagen, ich fand das schon aus Prinzip am Anfang erstmal blöd. Nichtsdestotrotz ist auch das hier eine schöne und auch eine zarte Geschichte. Es geht hier drin hauptsächlich um Identität, darum seinen Platz zu finden, sich mit sich selbst, aber auch mit anderen zu identifizieren. Es geht um Akzeptanz, auch um den Kampf dessen. Ich muss allerdings auch zugeben, die Handlung selbst, die hatte sehr lange in diesem Buch nicht so richtig ein Ziel, weshalb es eben zwischendurch auf mich doch so ein bisschen orientierungslos gewirkt hat beim Lesen. Hier ist dieses Abenteuerfeeling nicht ganz so hoch, wie es noch in den anderen Bänden für mich war. Allerdings ist dieses Buch sehr für eine Überraschung gut. Es hat ein großes Finale, was mir sehr gefallen hat. Insgesamt ist dieses Buch clever erzählt, es ist schlüssig. Es ist, wie gesagt, so fantasiereich, was hier drinne auftaucht, ist einfach nur schön. Ich mag diese Reihe insgesamt sehr, sehr gerne, freue mich dementsprechend jetzt auch schon sehr auf den letzten Band, auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es dann zu Ende ist. Danach habe ich noch einmal gelesen, das Gegenteil von Einsamkeit. Ich habe vergessen, wann ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe, es ist jedenfalls Jahre her. Ich weiß gar nicht genau, warum ich ausgerechnet jetzt nochmal zu diesem Buch gegriffen hatte. Ich hatte irgendwie einfach Lust drauf. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Titel, weil was kann man in Zeiten des großen Cs mehr gebrauchen als das Gegenteil von Einsamkeit? Und vor allem, ich kann sagen, dass ich jetzt auch nach dem zweiten Mal lesen dieses Buch noch genauso gut finde wie beim ersten Mal. Und das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Man begegnet hier drinnen einem beeindruckenden Stil. Er ist frisch, er ist jung, er ist präzise, er ist trotzdem fein. Er ist einfach gut. Die Autorin hat ein Händchen für die Themen der Jugend. Da fasse ich jetzt mal alle darunter, die unter 40 sind. Komm, wir sind mal großzügig heute. In den Geschichten geht es um Wankelmütigkeit, um Unsicherheit, um Hoffnung, um Erwartungen, um Leistungsdruck, um Zuversicht. Es geht grob gesagt um das Leben. Es hat so ein feines Gespür für Beschreibungen, für Menschen, für Stimmungen. Also wie sie hier drin etwas beschreibt, etwas ausdrückt, ohne es wirklich genau zu benennen. Das ist großartig, ich liebe das. Natürlich, man mache sich nichts vor bei so einer Art von Büchern, wo hier so mehrere Geschichten, also hier drin sind Stories und Essays vorkommen, ist es immer so, dass einem manche mehr zusagen als andere. Ich finde allerdings allesamt auf einem guten Level. Mein Lieblingsessay ist übrigens, worum wir uns im Wale kümmern, ganz dicht gefolgt vom letzten, weil es ist so traurig, es hat eine tiefere Botschaft, es hat Wahrheit in diesen Essays, gute Formulierungen, es hat Gefühl ohne Theatralik und meine liebstes Story, würde ich sagen, war gleich die erste. Ich mag dieses Buch wirklich, wirklich sehr. Nicht nur allgemeinmenschlich ist es tragisch, sondern auch für die Literaturwelt, dass die Autorin so jung verstorben ist. Aber ich finde wirklich, dass dieses Buch auch deshalb so bekannt wurde, gerade als es frisch rauskam, weil sie gut ist und nicht, weil sie tot ist. Kann man wirklich gerne mal gelesen haben und ist auch ein Plädoyer für die Lebensfreude, wie es hier drin heißt. Kann man ja auch immer ganz gerne mal gebrauchen, nicht wahr? Danach habe ich ein
E-Book gelesen. Man glaubt es kaum. Ich hasse E-Books. Ab und an greife ich aber doch mal zu eins, wenn es nicht anders geht. Nämlich, ich habe da gelesen Die schwarze Katze von Edgar Allan Poe. Ach ja, Poe und ich. Es ist so, das ist eine schwierige Geschichte. Wir haben eine schwierige Beziehung. Denn er ist einer dieser Autoren, die ich gerne mögen würde wollen. Es aber schlicht und ergreifend nicht tue. Das ist wie mit Sushi. Ich würde es gerne mögen, ich tue es aber nicht. Ich hasse Sushi. Ich hatte von Poe bereits mal ein Sammelband gelesen. Der müsste hier stehen, genau. Mit den fantastischen Erzählungen von ihm. Und ich fand es schrecklich. Also ich fand es wirklich nicht nur nicht gut, ich fand es schrecklich. Ich fand es unfassbar öde. Und ich kann gar nicht sagen, warum, aber aus irgendeinem Grund möchte ich dem Autor trotzdem nicht aufgeben. Und außerdem gibt es Die schwarze Katze mittlerweile als urheberrechtsfreie Ausgabe, sprich kostenlos. Und deswegen dachte ich, na komm, versuch's das nochmal mit der Geschichte. Na ja, was soll ich sagen? Also Poe ist keiner, der schwafelt, was gerade bei einem Autor, der nun doch schon so lange nicht mehr existiert, nicht selbstverständlich ist. Diese Autoren aus der damaligen Zeit, die haben einen Hang zum Schwafeln gehabt, ist nicht meins. Poe gehört nicht dazu. Er hat auch durchaus ein Händchen für Gräueltaten und für das Unheimliche. Dafür ist er ja bekannt. Allerdings, aus heutiger Sicht, ist da für mich nicht mehr viel zu holen. Das haut mich schlicht und ergreifend nicht um. Es berührt mich null. Überhaupt nicht. Dieses Buch macht nichts mit mir, also diese Geschichte, auch die anderen Geschichten, die haben nichts mit mir gemacht. Ich meine, auch die Genrebezeichnung des Horrors, also natürlich darf man nicht das damals mit heute vergleichen. Was damals als absolute Horrorvorstellung galt und als Horrorbuch, das ist heute so ein müdes Lächeln. Aber ich bin halt eben auch aus der heutigen Zeit, wisst ihr. Die Geschichte lässt sich gut lesen, es lässt sich leicht wegkonsumieren. Aber warum Poe auch noch heute so hochgehoben wird, ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel, was ich gerne würde lösen wollen, weil wie gesagt, ich möchte es mögen, aber ich tue es nicht. Und last but not least habe ich noch mit einem Buch etwas mehr Zeit verbracht, weil es ein bisschen anspruchsvoller ist in einer gewissen Art und Weise, nämlich mit Alles könnte anders sein. Als das Buch frisch rauskam, erfreute es sich bereits einer gewissen Beliebtheit. Ich hatte damals mich schon bereits dafür interessiert, habe aber irgendwie nicht zugegriffen und jetzt kam es aber als Taschenbuch raus. Ich liebe Taschenbücher. Außerdem fand ich, passte das mal wieder absolut in diese Zeit jetzt rein. Denn ein Grund, warum ich dieses Buch gerne lesen wollte, war, ich hätte gerne mal wieder positive Neuigkeiten. Und zum anderen hätte ich auch gerne mal zur Abwechslung eine positive Sicht auf die Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich an die Zukunft denke, sehe ich in erster Linie schwarz. Ich habe kein positives Bild von der Zukunft und das ist belastend. Und dieses Buch versprach jetzt nun aber eine Möglichkeit zur Utopie. Ein positives Bild von der Zukunft und wie man diese gestalten könnte. Und das hat mich unfassbar angesprochen. Und kann sagen, genau das bekommt man letztlich auch. Was mich beeindruckt, ist, dass es dieses Buch schafft, nicht schön zu reden. Also es zeigt durchaus auf, was gerade nicht gut läuft. Und das ist eine Menge. Aber es vergisst dabei nicht das Positive. Das, was bereits existiert, was bereits da ist und was man gerne mal aus dem Blick verliert, weil es für uns heutzutage auch zu normal ist, als dass man es noch groß beachten würde oder hochhängen würde. Und man hat auch nicht diesen großen Rundumblick. Und dieses Buch zieht dort aber auch nochmal den Fokus hin. Und das ist gut. Was allerdings auch auffällt, ist, dass man jetzt schon die Jahre, die dieses Buch alt ist, dass man die merkt. Also diese Art von Büchern, die sind ganz klassisch dafür, dass die nicht gut altern. Andere Bereiche hingegen sind brandaktuell und ich fürchte, werden es nur noch eine ganze Weile sein. Es bietet aber, zumindest für mich, neue und interessante Blickwinkel und dementsprechend auch Denkanstöße. Ich finde es auch sehr anfängerfreundlich, also auch für Menschen geeignet, die sich jetzt nicht so wahnsinnig viel vorher mit Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft beschäftigt haben. Was ich ebenfalls auffällig fand, ist der Quellenverweis. Der war mal da, aber eben auch mal nicht. Letztlich wurden für mich zu viele Behauptungen in diesem Fließtext eben so aufgestellt, mir so präsentiert, als das ist doch klar. Man muss dann letztlich darauf vertrauen, dass der Autor einen schon die Wahrheit sagt, beziehungsweise dass er schon vorher gut recherchiert hat. Dass das eben stimmt, was er sagt und das mag ich nicht. Ich möchte dieses Vertrauen nicht investieren müssen. Gib mir doch bitte für jeden Scheiß eine Quellenangabe denn hin. Von mir aus auch Texte, die den Autor dazu bewogen haben, so oder so über irgendeine Sache zu denken und nicht einfach nur so, ja, so denke ich darüber. Wisst ihr, was ich meine? Denn wie gesagt, bei manchen Bereichen gab es eine Quellenangabe und dementsprechend sind dort, wo es keine gab, für mich umso mehr herausgestochen. Wir lesen hier die Vision des Autors für eine mögliche Zukunft. Dementsprechend ist die Sicht aber auch limitiert.
Man bekommt keinen Rundumblick. Die Themen werden nicht von verschiedenen Seiten betrachtet oder verschiedene Argumente miteinander abgewogen. Und das fand ich hier und da so ein bisschen schade, zumal man eben auch deutlich gemerkt hat, dass der Autor hier und da sehr deutliche Positionen vertritt, die eben auch, wie gesagt, aus seinem Blickwinkel, aus seinem Standpunkt heraus begründet sind. Das heißt aber nicht, dass die eine Allgemeingültigkeit, eine Allgemeinwahrheit haben, wisst ihr? Also ich fand schon, dass man zum Beispiel gemerkt hat, dass er Armut eben nur aus der Theorie kennt, dass er ein Mann ist, dass er ein deutlicher Technologiefeind ist. Kurz gesagt, es ist deutlich eingefärbt und das muss man sich vergegenwärtigen beim Lesen. Das schmälert den Inhalt dieses Buches nicht, aber dessen muss man sich bewusst sein. Nochmal kurz gesagt, ganz besonders mochte ich an diesem Buch, dass es nicht so krampfhaft optimistisch ist, sondern es greift auf und es beschreibt auch sehr deutlich, was heutzutage falsch läuft, wo die Probleme liegen, vor allem im Bereich Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und es zeigt aber eben auch auf, wie man es besser machen könnte und was dafür nötig wäre. Es zeigt einen möglichen Weg auf für eine positive Zukunft. So, und das waren die 4 Bücher gewesen, die ich im April gelesen habe. Zum Teil sehr unterschiedlich. Rückblickend betrachtet ist mir aber eben doch die Umstände irgendwie aufgefallen, dass vielleicht es doch nicht so ganz willkürlich zufällig war, was für Bücher ich ausgewählt habe, in einer Krisenzeit zu lesen. Habt ihr auch eins dieser Bücher bereits gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Welche Bücher habt ihr im April gelesen? Alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, wie immer gerne in die Kommentare damit. Das war's denn sonst soweit auch von meiner Seite aus. Kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Woche, durch die nächsten Monate. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!